Herzlich willkommen zurück zu Engineers mit dem Gorobai. Hallo, Nephias. Hallo, Goro. Na? Na? Asti leer. Asti ist leer gerade. Sehr schön. Irgendwas wollte ich sagen. Was möchtest du uns sagen? Ich hatte das Wochenende jetzt hier Besuch, hatte ich gerade eben auch schon erwähnt, ne? Willst du das jetzt nochmal sagen, wie traurig das geworden ist mit dir? Nein, nein, ich möchte einfach nur das jetzt anstimmen. Und zwar haben wir Worms gespielt. Oh, welches? Ne? Jetzt hatten wir, habe ich mir extra gekauft hier dieses Worms Clan Wars, aber vorher haben wir mal Revolution gespielt. Und das zerstört ja Freundschaften, ne? Ja. Also das ist ja... Genau wie Mario Kart. Mario Kart auch? Mhm. Das wäre jetzt so meine Frage gewesen, so Spiele, die Freundschaften zerstören. Also da gibt's einige. Also Monopoly ist auch so eins. Also ich kann behaupten, wenn du eine Freundin hast, mit der du Mario Kart spielen kannst und danach noch mit ihr zusammen bist, dann ist das was Längeres. Das heißt schon was. Okay, so. Wusste ich nicht, dass Mario Kart so... Ja doch! Das ist ganz schön gefährlich. Stell dass das echt auf eine harte Probe. Ja, ja. An wem liegt das? An Mario Kart. Und natürlich an dem besseren Spieler von den beiden. Und der ist das bei euch in welchem Fall dann? Ja, ich natürlich. Du natürlich. Na, Frage von mir eigentlich. Ja, eben. Also, Zapf. Nee, also ich bringe meine Freundin schon oft zu Weißglut. Ich bin auch so ein Lacker in Videospielen, weißt du? Das ist, Hast du auch Würfelglück? Ich habe in allem Glück. Ich bin ein scheiß Lacker. Wir spielen ja jetzt Monster Hunter immer so auch als Let's Play und so, ne? Ja. Dann spielen wir auch mal so ohne Aufnahme. Und da gibt's halt Items, die kriegst du von Monstern halt extrem selten. So, und während sie 20 Mal dieses scheiß Monster getötet hat und ich einmal sie dieses Item noch nie bekommen hat und ich direkt irgendwie zwei davon bekomme. Okay. So, und sowas, Du scheiß Lacker. Ja. so bin ich in Videospielen, weißt du? Ich hab ja Glück, dass ich nur mit dir spiele und nicht ohne. Ach, nicht fuck, jetzt habe ich zwei Eisenhämmer gemacht. Du hast ja schon eine, ne? Ja, ich hab schon einen. Aber ist egal. Excavator Head. Einer kaputt. Okay, ich brauch Excavator Head. Du hast noch kein Excavator-Ding gegossen, ne? Nee. Hast du denn die Schablone dafür? Ja! Schablonen haben wir alle. Geht das? Brauch ich Stein, ne? Steine brauchst du, ja. Cobble oder Stone? Was? Cobble oder Stone, richtig. Cobblestone, ne? Okay, dann hab ich. Dann hab ich. Wie ging das nochmal? Hier rein. Ah, und dann brauch ich Gold, ne? Scheiße. So, das haben wir schon mal geregelt hier. So, schmeiß ich mal Gold rein. Gold und Eisen verbindet sich ja nicht, ne? Nee. Ich baue dann schon mal Sachen zusammen. Hammer. Ah, nee, ich habe doch nur einen Hammer gemacht im Grunde. Na gut. So. Ja. Aber eine gute Spitzhacke können wir uns dann bauen nachher. Cool, dann können wir die Dings im Nether auch abbauen, ne? Nee, das ist jetzt nur eine Eisen. Achso. Wir haben ja noch keinen Stahl. Stimmt. Das aber war damit uns zu machen, ne? Damit, ja, aber hier mit so einer Tinker's Construct, da kannst du ja Repair draufhauen. Dann hast du die halt. So. Müssen wir schlafen gehen. Wassereimer habe ich. Sachen hin? Ja, warte. Matsch, matsch, du gehst gerne. Das liegt ja in meinem Bett, Scheiße, ey. Ich bin in deinem Bett. Jetzt muss ich das wieder neu beziehen, ey. So. Oh, ich hatte bei OBS gerade noch das Fenster auf, wo ich die Folgentitel mehr ändere. Nein.
Aber ich hatte zum Glück auf Übernehmen schon gedrückt. Also ich hatte nur vergessen, OK zu drücken. Was wäre dann passiert? Dann, ich war kurz am überlegen, ob er überhaupt aufnimmt. Er nimmt auf. Ja, ja, das tut er, aber... Huch, hä? Du hättest einen Eimer Wasser genommen. Was war das denn? Im Wasser war ein Loch, aber mein Eimer war leer. So. So schlecht sieht das gar nicht aus gerade. Ja, du machst das schon, du machst das schon. I have faith in you. Ja, das ist gefährlich. Darf's nicht sagen. So. Das ist gefährlich. Herr Goro? Ja, was los? Da. Dankeschön. Was hat die Auto-Repair? Die hat erstmal nur Auto-Repair. Den Rest musst du dir selbst drauf packen, wie du es drauf haben willst. Coolio, aber das eine ist eigentlich so eine Spitzhacke, ne? Ja. Coolio. Danke dafür. So. Gießen wir uns jetzt mal das Ding hier. Damit wir mal ordentliche Werkzeuge haben hier. Goro baut gerade die Hauswände. Ah, so ein bisschen hier kommen wir der Sache schon näher. Findest du? Klar. Jetzt haben wir fast 20 Folgen ohne gehabt. Ohne Hauswände. Ohne Hauswände, jetzt können wir mal ruhig welche haben. Findest du das? Also, können auch hier wildnis-like leben. Ja, es wird aber scheiße mit den Maschinen, glaube ich. Unrasiert und wie echte Männer. Also quasi so wie immer. Ja. Und rasiert bin ich heute auch. Bist du so der Typ, der dann auch, wenn mal Wochenende ist, mal sagt, Mensch, rasieren heute ist nicht drin. Mir ist das scheißegal, wann ich mich rasiere. Oh. Oh. Nee, ernsthaft, also ich rasiere mich, wenn ich Bock habe. Wie gesagt, im Februar habe ich mich so gut wie gar nicht rasiert. Ist ja auch nicht schlimm. Sieht ja gut aus, ne? Sehe ich halt aus wie ein Penner. Boah, was hast du jetzt gesagt? Ist, oh nein. Oh nein, was? Das ist wie wenn man mit Cleanstone baut, weißt du, und dann... So ist das mit dem Basalt hier auch. Ach so, ja. Müssen wir uns Silk Touch auf die Spitzhacke machen. Auf Silk Touch war ja so schwierig, brauchen wir Emeralds. Ja. Aber passt schon, wir machen das ja mit dem Dreierofen, da geht er schneller. Ja, ja. Beziehungsweise ich mach das ja mit dem Dreierofen. Ich hab den vorhin auch nochmal geleert. So, davon habe ich zwei. Brauche ich eine Iron Tough Rod zweimal? Dann muss ich die nämlich nur einmal machen. Die habe ich ja gerade einmal zu viel gemacht. Ja, sehr gut. Okay, nochmal. So. Tinkers ist schon cool. So. Mhm. Ach so, schlecht sieht das. Das sieht wirklich ziemlich gut aus. Ja, Goro, es sieht schön aus. Ich weiß, dass du es hören willst. Also, nee, das ist ja. Also, das sieht ja. Also. Aber. Also. So, immer im Kopf. Aber ich weiß nicht, ob wir das wirklich mit den drei Wänden machen. Ja, also es muss auf jeden Fall. Ja, wegen Kabel verstecken und so, ne? Ich meine, wir können doch alles unten drunter verstecken. Mir ist das egal. Du kannst auch durch das Haus laufen lassen. Man kann es auch nur hinter dem ME-System dreiwandig bauen. Das hinter dem ME-System noch einen extra Raum bauen. Ich würde das ME-System sowieso im Keller bauen. Weil hinter dem ME-System kommen ja dann noch die Deep Storages. Gibt's die hier? Ist das ME-System? Ach ja. Deep Storage Unit. Ja, natürlich. Das dann, nach dem Kriterium haben wir uns das Modpack ausgesucht. War das ein Kriterium? Ja, das war ein Kriterium. Meiner zumindest. Ich dachte, der Twilight Forest war ein Kriterium. Der ist nicht drin.
Was? Man hat mich verarscht. Man hat mich betrogen, diesen Modpack. Ich hab nie gesagt, dass der drin ist. Nie gesagt. Was? Du hast gesagt, der ist drin. Ich bin beschissen, Leute. Habt ihr das gehört? Das ist ja wohl das Letzte. Nee, der ist nicht drin. So. Nee, ist okay. Ey, hier. Goro! Ja. Eine Auto-Repair-Schaufel. Der Exkavator. Es sieht immer so aus, als wäre das irgendwie aus Blättern gebaut oder so. Ja, Öko. Nee, also Auto-Repair mache ich auf die Dinger immer, damit sie halt nicht kaputt gehen. Oh. Gibt's da nicht doch den Unterschied zwischen Auto-Repair und Self-Repair oder so? Nee, das ist ja Self-Repair. Es gibt nur das Repair. Und jetzt... Bescheuert? Wieso? Wieso was? Nee, war doof. Merkst du selber, ne? Ja, ja. So. Ich habe jetzt einen Hammer, eine Spitzhacke und eine Schaufel. Das reicht eigentlich, ne? Ein Schwert kann man sich noch bauen, aber... Ist okay. Packen wir den Timer jetzt wieder dran, dann kann das Ding sich wieder leer... Hast du die Axt auch? Ach, die Axt. Dann muss ich noch... Lomba-Axt? Ja, ja, mache ich jetzt. Ich muss nur eben gucken, welcher Kopf für die Axt gebraucht wurde. Das ist dieser... Ist es denn die Hatchet oder die Lumber-Axe? Ist es die Lumber-Axe, ne? Lumber-Axe macht doch einen ganzen... Okay, da brauche ich kaputt. Den Drought-Axe-Head. Okay. Axe-Head. Arrow-Head. Den hast du noch gar nicht gemacht. Den überhaupt? Ja. Aber ich dachte, ich hätte alle gemacht. Einer fehlt anscheinend. Was braucht man für die Pattern? Holz. Einfach nur normales Holz. Holz, also du brauchst zwei Sticks und zwei Planks. Zwei Sticks, zwei Planks, achso. Und dann so halt Stick Plank und dann unter ist Plank Stick. So. Unsere Stencil-Dings ist voll, das ist kacke. Hm. Tool Rod. Naja, aber wenn du die Rods, hast du die schon rausgeschmissen, wenn du die hast, in Gold? Dann kannst du die Holz ja wegschmeißen. Ja, könnte man dann machen, ja. Handguard, Crossbar, Toolbinding, Pan, Messer, Chisel, Tough Rod, Broadaxe. Tada! So. Oder nee, dahin. Dahin, zack. So, jetzt brauche ich Gold. Puh, ganz schön stressig. So. Findest du? Ja. So, das gießen wir uns jetzt in Gold. So. Soll ich alle Holzdinger wegschmeißen? Ja, also die wir gemacht haben, ne? Ja, ja, die wir schon haben halt. Ja, dann ist das ja egal. Die brauchen wir dann ja nicht, wenn wir die in Gold haben. Müssen wir offscreen mal, glaube ich, aussortieren dann. Ich lege erstmal alles, was nicht da reinpasst, hier in die Kisten. So. Jetzt brauche ich Eisen. Und ich brauche... Kannst auch nochmal neue Lava reintun, wenn du willst, ne? Ja. Large Plate, Tough Rod, Tough Binding. Okay. Large Plate, Tough Binding, Tough Rod. Okay, so. Diese drei Dinge brauche ich. Achso, und den Kopf. Scheiße, wo ist der Kopf? Da. Das Eisen jetzt unten. Die Sonne geht unter, Nefius. Nein!
Schönerstein. Hast du Schönerstein? Schönerstein. Ja, ne? Magst du eh schwarz, also. So. Von dem einen. Ich würde sagen, dass okay. wir. Zack. Wie verzählt. Machst du hier eine Tür rein? Das wäre die Tür, ja. Okay. Kann man auch. Gibt's Drawbridges? Ja! Woo! Kann man wieder Dinge machen, die auf und zu gehen. Oh ja, gibt's wirklich. Drawbridges. Voll awesome. Kann man sich wieder riesige Tore machen. Sollen wir uns auch mal hinlegen? Oder Drachen einsperren. Drachen gibt's ja leider nicht. Oder? Das Bett. Hast du die schon hier reingepackt? Die sind jetzt hier drin. Hast du die Wand mitgenommen? Muss 1:1 sein, so muss man. Auch einfach so umgedreht, so damit man so. Das ist ein Item. Genau, Doppelbett. Alleine 1:1 umgedreht. Fehlt nur, dass fehlt die, ja, mach den Busch auch dahin und dann ist perfekt, ey. Ich mag Veränderung nicht so gerne. Oh, wie gut. Vor allem, ich drehe mich um, sieht das Haar genauso aus wie vorher, so. Hä? Ich habe einen Fehler gemacht, oder? Nee, passt doch. Leute, wenn euch das Ganze hier gefallen hat mit dem Bett und so, ne, dann gebt dem Ganzen noch einen Daumen hoch und schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Wenn es wieder heißt Minecraft Engineers zusammen mit Nefias und Kurobai! Tschüss!